Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Ich bin die Miri und ich muss sagen, ich bin wirklich erschüttert, was ich hier alles erfahren habe. Über diesen Mord an dem Schnitzer, den Angriff auf Priscilla, ich bin mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Also wir haben jetzt rausgefunden, dass diverse Körperteile bei dem Schnitzer entnommen wurden. Priscilla wurde wahrscheinlich wurde der Mörder da überrascht. Und der Schnitzer, der hatte Syphilis, weil er gerne bei Huren war, vor allen Dingen bei einer bestimmten, die vor kurzem gestorben ist. Wahrscheinlich an Syphilis, gehe ich mal von aus. Könnte Rache sein, könnte ein Ritualmord sein, halte ich im Moment für wahrscheinlicher. Oder es war der Arzt. Statuen der alten Götter, nur Frauen von der kurvigen Sorte. Das sind Statuen, die er... Aha. Schaut mal. Also, das sind Statuen alter Götter. Das finden wahrscheinlich die Priester des ewigen Feuers wieder nicht so gut. Blutflecken. Hier wurde Fabian gefunden. Na, das sieht doch so aus, als wäre hier runtergeschleift worden. Muss ich hier auch noch drauf... Der Mörder hat was Schweres geschleift. Hier hat jemand irgendwas über den Boden gezogen. Oder eine Leiche. Von einer Wand zur anderen. Mehrmals. Könnten die Statuen sein, ja. Oh Mann. Was ist hier hinten noch? Predigt eines besorgten Bürgers. Vergesst nicht, liebe Leute, dass das Feuer sowohl ein Segen als auch ein Fluch ist. Feuer kann mit seinen Flammen wärmen. Feuer kann unsere Nahrung zubereiten. Feuer kann den Schrecken der Nacht vertreiben. Doch Feuer kann auch versengen, verbrennen und verzehren. Deshalb müssen wir mit dem ewigen Feuer und seinen Geboten in Harmonie leben. Wer seine Lektionen nicht befolgt, wer sie ignoriert, wer sich darüber lustig macht, soll sein Leben in seinen Flammen verlieren. Nehmt euch meinen Rat zu Herzen, gute Menschen, oder ihr werdet mit den Konsequenzen eurer Taten leben müssen. Ein besorgter Bürger. Aha. Ist das hier schon so ein Bekennerschreiben? Oder was ist das? Ich meine, oh, wir waren hier schon mal. Da drüben ist die Bühne. Hier sind wir doch schon mal runtergesprungen. Ich erinnere mich. Da sind wir nach unserem Auftritt, sind wir hier runtergesprungen und haben uns dieses hier schon mal angeschaut. Und zwischenzeitlich wurde hier dann schon mal der Mord begangen. Das ist ja dann... Naja, okay. Komme ich jetzt hier irgendwie rein? Darf ich mal in die Werkstatt? Ich habe da nicht einmal reingeguckt, seit sie Fabian gefunden haben. Aber ich lass dich rein, wenn du willst. Oh, danke. Mal sehen, was uns hier erwartet. Jetzt. Okay. Oh, krass. Hier ist natürlich auch Blut auf dem Boden. Noch mehr Blutflecken. Aber nicht so viele, als dass er daran verblutet wäre. Außer jemand hat das Blut weggewischt und nur ein paar Flecken zurückgelassen. Augen. Menschlich. Total verwest. Okay, die Augen hat er einfach liegen lassen. Also das, da fällt dann schon mal die Organspende aus. Dem Stuhl ist auch irgendwas offenbar. Die Möbel wurden umgeworfen. Das hier sieht nach einem Tritt aus. Könnte ein Kampf sein. Darauf erstmal ein bisschen Schnaps. Alter, ich glaube, ich brauche auch gleich einen Schnaps, wenn es hier so weitergeht. Oh mein Gott. Und hier scheint es wieder eine Geruchsspur zu geben. Formaldehyd. Das hat wohl kaum Fabian benutzt. Hier ist nichts. Hier ist nichts, sagt er. Zerbrochene Hake. Die brauchen wir wirklich nicht. Oh Mann. Okay. Ich meine, wir haben schon ein bisschen was rausgefunden über den Mord. Wie es hier wohl abgelaufen ist. Aber jetzt würde mich mal interessieren, was mit Priscilla passiert ist. Das heißt, wir werden
den Angriffsort von Priscilla auch noch untersuchen. Das ist hier ganz in der Nähe. Vor ihrem... Genau, direkt hier vor... Hey, Hexer. Der Leichenbeschauer will dich sehen. Noch ein Opfer. Ich soll dir sagen, dass die Vordertür für dich offen ist. Du sollst kommen, so schnell du kannst. Okay. Oh Gott, gleich das nächste Opfer. Himmel. Aber jetzt würde ich gerne erstmal Priscilla hier erwischen. Hat der Mörder jetzt, weil er Priscilla dann nicht richtig erwischen konnte, dann irgendwo anders weitergemacht? Wie muss ich mir das vorstellen? Alter. Hoffentlich kann Priscilla irgendwann wieder singen. Ich meine, ohne ihre Stimme. Oh, Leute, ich bin so betroffen. Ich meine, das ist nur ein Spiel, aber oh mein Gott. Also das nimmt mich jetzt echt ein bisschen mit hier. Oh. So. Hier ist wieder der Geruch. Eine Feuerschale. Zu dieser Jahreszeit? Ungewöhnlich. Da wollte wohl jemand... Schwester? Ist er das? Woher soll ich das wissen? Beobachtet ihn. Wir werden sehen, was er macht. Arme Städte. Verfluchter Bastard! Okay, ich habe keine Möglichkeit, meine Zeichen zu verwenden. Warum zur Hölle muss ich jetzt auf einmal gegen die kämpfen? Was ist hier los? Schlag verdammt nochmal zu! Ja. Okay. Aus dem Weg mit uns. Versuch's doch, du Jawohl. Schwanz. Den ersten sind wir los. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Warum muss ich mich jetzt gegen die hier wehren? Schlachte die Missgeburt ab. Du wirst es nie lernen. Jawohl. Was ist denn hier schon wieder los? Du meinst wohl, du kannst mich auch aufschlitzen, was? Schieb sie in den Arsch, du Irrer. Huren können auch kämpfen. Ha! Ganz ruhig. Ich tu dir nichts. Was machst du hier? Rache üben? Was glotzt du denn? Weißt du nicht, dass Mörder immer an den Schauplatz des Verbrechens zurückkehren? Oh. Meine Brüder und ich werden ihm einen gebührenden Empfang bereiten. Für Priscilla. Fast hätte er sie erledigt, der Hundesohn. Ich weiß. Ich bin hier, um nach Spuren zu suchen. Und mit allen zu reden, die etwas wissen können. Ich kann dir nicht groß helfen, fürchte ich. Aber ich kann dir sagen, was ich weiß. Was weißt du denn? Sind die Freunde? Du und Priscilla seid Freunde? Freunde, nein. Aber sie hat nicht nur eine dumme Hure in mir gesehen. Das war schon was. Oh. Ich wollte die Hurerei aufgeben und was Anständiges machen. Aber niemand wollte mich einstellen. Als Wäscherin nicht, als Dienerin nicht, als Köchin nicht. Nur Priscilla war anders. Sie hat mir angeboten, mich in ihrem Stück zu besetzen, weißt du? Viele Schauspieler hatten Angst vor ihren Scherzen über das ewige Feuer. Lispelotte auf der Bühne. Kannst du dir das vorstellen? Ach, Lispelotte. Der Traum ist ja jetzt ausgeträumt. Ich stehe wieder an der Straße. Das tut mir leid. Es könnte auch schlimmer sein. Das sag ich mir jedenfalls. Lispelotte kennen wir doch aus The Witcher 2, dass die uns nicht wiedererkennt. Priscilla war nicht das einzige Opfer. Ist dir das klar? Mein Lieber, natürlich ist es das. Dies hat ja nicht erst gestern begonnen. Es sind schon andere so gestorben. Aber wer gibt was drauf? Menschlicher Abfall. So nennen uns die Wachen. Erinnerst du dich an Namen? Sie hatten keine richtigen Namen. Glatze, Locke, Backe. So wurden sie genannt. Keine Freunde, keine Familie. Die Leichen sind schon lange verbrannt. Mhm. Pass auf dich auf. Ich muss mich noch etwas umsehen. Wäre nett, wenn ihr mich nicht stört. Versteht sich. Wir halten uns zurück. Aber wenn du hier noch etwas findest, sag es uns. Gottes Willen, ey. Deswegen greifen die mich hier einfach an, ohne dass ich da irgendwas machen konnte. Oh Gott. Eine Feuerschale. Ja, das weiß ich doch schon. Ich will mir eigentlich den Geruch hier anschauen. Kann ich mir den anschauen? Hier. Nein, nicht die Heimwerker-Enzyklopädie. Also manchmal... Den jetzt. Geruch kenne ich. Formaldehyd. Ja. Formaldehyd. Kennt der Fußabdruck man. Eines Mannes. Vielleicht des Mörders. Aha. Gewicht auf der Ferse.
Er hat einen Schritt nach hinten gemacht. Aha. Menschlich. Von Priscilla? Wer weiß. Hier sind auf jeden Fall weitere Spuren. Der Mörder ist geflohen, bevor die Wachen kamen. Hier entlang. Ja, hier entlang. Hier enden die Spuren. Seltsam. Diese Mauer würde nicht mal ich schaffen. Ja. Predigt eines besorgten Bürgers schon wieder. Vergesst nicht, liebe Leute, dass das Licht, das vom Feuer ausgeht, jegliche Dunkelheit vertreibt, jede Lüge aufdeckt, jede wertlose und verdorbene Seele enthüllt. Nicht einmal Doppler, die ihre Gestalt wechseln, können sich vor seinem Licht verstecken, auch nicht Hexen und Zauberinnen, die die Bevölkerung mit Leichtigkeit an der Nase herumführen, und auch nicht die freizügigen Frauen, die den Männern des Nachts auf der Straße mit ihren Reizen den Kopf verdrehen. Entsagt der trügerischen und unmoralischen Magie, bedeckt sittsam eure Leiber und hegt keine unsauberen Gedanken, dann wird euch das ewige Feuer alle Monster und Sünder aufzeigen oder euch ebenfalls in seinen Flammen verzehren. Ein besorgter Bürger. Okay, es scheint irgendwie ein Fanatiker zu sein. Dann würde ich sagen Ritualmord. Beziehungsweise auch in gewisser Weise auch Rache. Hast du ein Problem? Ja, das Problem ist, dass Priscilla angegriffen wurde. Und das versuche ich zu lösen, also nerv mich nicht. So, der Leichenbeschauer hat eine weitere Leiche. Können wir das bitte öffnen? Die sollen wir mit ihm anscheinend angucken. Bin ich mal gespannt. Da muss ich natürlich wieder jetzt hier hochlaufen. Meine Güte. Mord im Dunkeln, Leute! Hier lang? Los! Es bleibt doch keine Zeit. Ich glaube, die Premiere von Rittersporn ist jetzt erstmal ins Wasser gefallen. Können wir davon ausgehen? So. Diesmal dann also zur Vordertür rein, ja? Ins Leichenhaus. Sehe ich das richtig? Hier ist die Treppe. Ich soll deine Zulage für die Arbeit. Willkommen, Meister Hexer. Ja, ich bin da. Okay. Welche Mistenpulver für uns? Wo muss ich hin? Geradeaus? Na? So viel Alkohol hier. Geralt, nicht? Gut, dass du hier bist. Ich habe mit der Autopsie auf dich gewartet. Nett von dir. Von meinem letzten Besuch warst du ja nicht begeistert. Weil du unangekündigt und in unpassender Gesellschaft aufgetaucht bist. Außerdem war Hochwürden Nathaniel im Anmarsch. Unser Geistlicher hat die Stadt in einer wichtigen Angelegenheit verlassen. Und ich weiß, wer du bist und was dich antreibt. Ich helfe sehr gerne bei deinen Nachforschungen. Oh, das ist nett. Du und Graz, ihr mögt euch nicht. Warum nicht? Das will ich erstmal wissen. Übrigens, du und von Graz mögt euch nicht besonders. Wie kommt das? Ich habe dafür gesorgt, dass er ins Gefängnis kam. Weißt du, Joachim hat die Studentenproteste von 1242 angeführt. Eine sinnlose, brutale Revolte. Es sind Leute gestorben, Hexer. Wer Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ablehnte, lag morgens im Rinnstein. Die Kehle mit klinischer Präzision aufgeschlitzt. Joachim war mein Lieblingsstudent, aber ich musste doch etwas unternehmen. Also zeigte ich ihn an. Dann verließ ich die Universität und nahm die Stelle in der Leichenhalle an. Dort kümmert meine Vergangenheit keinen. Joachim hingegen, die Ironie des Schicksals. Jahre später wurde er Leiter der Station, die ich gegründet hatte. Du bist ein bisschen jung, um von Graz Lehrer zu sein. Wie alt ist von Graz? 50? 60? 53, glaube ich. Warum fragst du? Du siehst reichlich jung aus, um sein Lehrer gewesen zu sein. Kein Wunder. Ich lebe seit Jahren im Kalten und Dunklen und atme Balsamierungsdämpfe ein. Die Arbeit mit Leichen verlängert das Leben. Ist das so? Amüsant, nicht? So. Wer ist das Opfer?
Wer ist diesmal das Opfer? Joris Aquinus, ein Theologiedozent an der Universität von Ochsenfurt. Wurde heute früh in seinem Haus gefunden. Aus seinen Büchern hatte man einen Katafalk gebaut. Waren irgendwelche besonderen Titel dabei? Offenbar handeln alle Bände vom ewigen Feuer. Es sind Traktate, die sich kritisch mit den Glaubensdoktrinen befassen. Ja. Todsünde in Novigrad. So, das würde ich auch noch gerne wissen, aber ist er nicht... Ist er das nicht? Du magst Nathaniel nicht? Wer mag den schon? Er ist grausam und unberechenbar. Einmal kam er hier reingestürmt, griff sich das Skalpell, das ich gerade sterilisierte, und schnitt mir in den Rücken bis auf den Knochen. Au. Weil ich vergessen hatte, den Lagerraum zu versperren. Es ist nicht leicht, so jemanden zu mögen. Meinst du nicht auch? Ja, in der Tat. Fangen wir an. Gerne. Die Wunden passen zum Vorgehen des Täters. Das Opfer wurde gefesselt und gezwungen, Formaldehyd zu trinken. Dann entfernte der Mörder die Augen, platzierte glühende Kohlen in den Augenhöhlen, öffnete den Brustkorb und... Was ist das denn? Pergament? Aus Menschenhaut? Eine Nachricht des Mörders. Der Name seines nächsten Opfers. Patricia Wegelbuth. Kennst du sie? Ja, ich war sogar schon mal bei ihr. Mit... Ich muss sie finden. Sofort. Oh Gott. Oh nein, die Wegelbuth sind schon wieder in Gefahr. Was ist das? Patricia Wegelbuth. Aber... Das ist nicht die Mutter. Die heißt doch Ingrid, oder? Patricia Wegelbuth. Oh mein, also die Wegelbuths, die haben sie aber auch, ne? Was haben sie jetzt wieder gegen die? Also, ja, die wieder gegen die Lehre des ewigen Feuers verstoßen, dass man sie hier abschlachten muss? Fanatiker, ey. Bis zum nächsten Mal, Hexer. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Das heißt aber, oh Gott, das heißt natürlich, ich muss schon wieder zurück zu den Wegelbuths. Wo befinde ich mich gerade? Hier. Eigentlich, Leute, bin ich gar nicht so weit entfernt von einer anderen Quest, wenn ich das richtig im Sinn habe. Und zwar Spieler der Großstadt. Die Marquise Serenitz befindet sich nämlich hier ganz im Norden. Und ich würde gern kurz, um mal wieder ein bisschen runterzukommen, eine kleine Runde Gwyn spielen. Und dann begeben wir uns beim nächsten Mal wieder zu Ingrid Wegelbuth. Der Wind heult. Beziehungsweise zu ihrer Tochter, die ermordet werden soll. Und hoffen, dass wir dann noch rechtzeitig kommen. Man sollte jetzt vielleicht nicht zu lange warten, aber ich glaube... Die Zivilisation endet am Rande dieses Lagers. Glaube nicht, dass das irgendwie einen Unterschied macht. So. Diese Jugend heutzutage. Alle weichen der Birne. Ah. Was haben wir denn hier Schönes? Gibt's hier Essen? Nee, eine zerbrochene Hake haben sie hier. So, ist sie die Marquise Serenitz? Sieht so aus, ja. Weißer Wolf, willkommen in der Passiflora. Oh, kein Zeichen des Wiedererkennens in deinen Augen. Sei gegrüßt, Keine Sorge, ich habe mich seit dem letzten Mal sicher sehr verändert. Und das war... Ach, vor ewigen Zeiten. Du und Meister Rittersporn seid mit zwei Halblingen aufgetaucht. Einfach zum Brüllen, die kleinen Typen. Wir erinnern uns bis heute an diesen Abend. Dann hat die Belegschaft sich seitdem nicht verändert? Natürlich hat sie das. In diesem Geschäft ist das normal. Bollaberta hat einen Kaufmann geheiratet, Ella hat sich selbstständig gemacht und Cerise findest du sicher betend im Tempel. Ich bin die Einzige, die noch da ist. Oh ja. Soll ich die Mädchen rufen? Aber vergiss nicht, das hier ist ein anständiges Etablissement. Lass deine Hände vorerst bei dir. Unsere Mädchen haben gute Manieren. Worüber sie sich unterhalten, ziemlich beängstigend. Okay. Ich will jetzt aber eigentlich nur Gwyn spielen, aber wir können vielleicht erstmal was kaufen. Eigentlich will ich nur was kaufen. Die hat ja gar nichts zu kaufen hier. Was hatten die da für edle Tropfen? Est. Ja,
Vielleicht können wir ihr wenigstens ein bisschen was von unserem vielen Alkohol, den wir gerade aufgenommen haben, verkaufen. Ich habe hier ja ganz viel Kate Winnes' Starkbier. Und sehr viel Riebischen Krieg. Und ja, das, weil hier haben wir noch Büsimas Geschichte. Gut. Quint? Ich wüsste gern, ob du Quint spielst. Sicher, natürlich nur um hohe Einsätze. Ohne Risiko wäre das Spiel überaus langweilig. Na dann. Wie wär's mit einer Partie? Aber ja, spielen wir. Ich bin gespannt. Was habe ich denn seit letztem Mal nochmal aufgenommen? Ach ja, hier, bei den Squirtle. Die sind aber immer noch am stärksten. Allerdings muss ich sagen, ich glaube, ich will doch ein bisschen weniger Wetter hier dabei haben. Das ist mir doch einfach zu viel. So, die spielt Nilfgaard. Oh, das geht schon gut los. Das geht schon richtig gut los. Ja, dann würde ich eigentlich nur noch Sheldon einmal austauschen. Horn des Kommandanten finde ich auch gut. Und das reicht dann. So, er fängt an. Sie fängt an. Sorry. Nausicaa-Kavallerie. Achso, das ist so ein Musterungsding. Das spiele ich gleich beide auf einmal aus, ne? Ja, so ist das. Oh Gott, verbrennt er mir gleich? Sieh mir gleich? Ah, das geht schon mal nicht so gut los. Siegfried? Nee, er drehen mal. Dann spielen wir Drachenjäger. Horn des Kommandanten kommt jetzt. Mit 6 zu 6 Karten. Ich könnte sie die erste Runde gewinnen lassen. Hole ich mir lieber... nicht mehr ihn oder... ist ja eigentlich egal, ne? Holen wir ihn zurück. Hier, okay, spielt die Impera-Brigade. Das finde ich sehr gut. Dann werde ich jetzt passen. Das wird sie dann auch tun. Ich habe eine Karte mehr. Oh Gott, Geralt von Riva. Damit fängt sie jetzt an. Okay, wir müssen die Runde gewinnen. Das heißt, ich fange jetzt mal gleich mit Vernon an. Passt. Was für mich sehr gut ist. Dann spiele ich Vesemir und habe die Runde gewonnen. Ich bekomme eine Karte. Gut, die blauen Streifen sind jetzt alleine nicht so nützlich, aber ich habe eine Karte mehr. Ich habe diesmal überhaupt keine Belagerungswaffen, fällt mir auf. Habe ich nicht eine gezogen? Das ist echt verrückt. Kahir. Es bleibt spannend. Gutes Wetter. Das heißt wohl, dass er nicht mehr allzu viel hat. Okay, dann spielen wir die blauen Streifen. Klirrende Kälte. Gut, dagegen kann ich nicht allzu viel unternehmen. Aber ich habe noch das Horn des Kommandanten. Und damit habe ich gewonnen. Ging eigentlich, weil ich bin erstaunt, muss ich sagen. Ich bin wirklich erstaunt. Ja, ich kann ja jetzt auch nur passen eigentlich. Volltest zu spielen macht jetzt keinen Sinn. Cool. Ich verstehe nicht, wie ich verlieren konnte. Hm, diese Karte gehört wohl dir. Kennst du noch andere Spieler, die um seltene Karten spielen? In Novigrad ist die Sammlung von Sigi Reuven berühmt. Den solltest du herausfordern. Okay, besiege Dijkstra. Das klingt doch auch noch
lohnenswert. Mutanten an. Okay, dann machen wir an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter. Bis dann, macht's gut, eure Miri.